Weiter geht der Kampf gegen die Dämonen. Ich wollte ihn doch vernichten. Wieso hat das jetzt wieder nicht geklappt? Oh. Ich glaube, sie haben mich verloren. Oh, da sind sie wieder. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. S und Rechtsklick. Hat der andere mich nicht gesehen? Sieht nicht so aus. Okay, das heißt, es ist jetzt nur noch einer. Das dürfte also leicht sein. Dreh dich um. W und Linksklick. Sehr gut. Ah, sind wir die scheiß Dämonen los. Das ist gut. Soll ich nur nicht hier in die Matsche reinlaufen? In die Dämonenmatsche. Ich werde es einfach mal hier versuchen. Ja, einfach durchrennen können. Aber ich mache diese Welt zu einem besseren Ort. Ich fragte Rex, was er von Ronans Antrag hielt, und er schenkte mir nur ein breites Lächeln. Er mochte Ronan immer. Ich glaube, er war bloß überrascht, dass er so etwas Gewöhnliches tun würde, wie mir einen Antrag zu machen. Aber er nahm es als gutes Zeichen auf. Ich denke, das sollte ich auch. Was haben wir hier? Jede Menge Geister auf jeden Fall. Diesen Geisterstuhl kann ich nicht vorbeilatschen. Hm. Haben wir hier noch irgendwas Cooles? Nee, nur Schämen zum Verstecken. Also ich hätte auf jeden Fall auch durchrennen können und mich dann verstecken. Dämonen war es das erstmal, glaube ich. Sonst kommt auch immer die Musik. Ich hätte mich ja auch einfach durchteleportieren können. Ich Noob. Finde einen Weg um die Geistermauer. Oh, noch was zum Enthüllen. Nein. Ping. Ist da noch eine Kamera? Warte, vielleicht ist ja hier noch irgendwas Cooles drin. Hab sie. Ich suche besser Joy und schaff sie her. Ah, hier ist das Zimmer. Haben wir hier noch irgendwo eine Kamera? Nope. Verdammt. Und wir haben uns wegen der Schocktherapie Sorgen gemacht. Er hat bereits einen Dachschaden. Sag sowas nicht. Na schön. Finde raus, was deine komatöse Zeugin zu bieten hat. Ach, die hat gemalt an der Wand. Iris, komm. Keine Angst, ich bin hier, um dir zu helfen. Tötet meine Schwester nicht. Ich werde dir nicht wehtun. Bleib zurück. Beide. Scheiße, sie kann nicht sehen. Was zur... Ich glaube, ich kenne das Symbol. Ich habe es schon mal gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht in Mams Buch? Sie sehen definitiv vertraut aus. Dieses bedeutet Schutz. Vertrag?
Sie weiß es noch, sie weiß es noch! Okay. Tut mir leid, Kleine. Vielleicht hätten wir dich doch nicht gebraucht. Iris sieht mich. Hallo, wieso? Hör auf dich zu bewegen? Er bewegt sich gerade einfach konstant in eine Richtung. Hallo! Auf damit! Was ist hier los? Okay, das Spiel buggt. Scheiße. Ich kann nicht mehr in die Richtung gehen, er läuft immer automatisch. Ich kann höchstens versuchen, mich jetzt selber so zu steuern. Nein, geh bitte zurück. So, vielleicht geht's jetzt wieder. Was zum Teufel? Sie hat mich rausgeschmissen. Okay. Mal sehen, ob mir irgendwas hier sagt, was mit dem Mädchen los ist. Oh, der Bug ist nicht mehr da. Stelle fest, was Iris über den Glockenmörder weiß. Gejagt. Okay. Okay. Zwillinge, okay. Umgekippt, ach nee. Mit den Stiften. Kunsttherapie. Na, das klingt auf jeden Fall besser als Elektroschocktherapie, würde ich mal sagen. Wofür sind diese Dinger? Für eine Art Kunsttherapie oder sowas? Macht nein, blau. Blaue Augen, kalt wie der Tod. Wer hatte blaue Augen? Und wie der Tod? Was soll das bedeuten? Blaue Augen, Wolfsaugen, blaue Starren. Blaue Augen, 6 von 7 Hinweisen. Und die Glocke. Das Leben gerettet, aber mit ihrem eigenen bezahlt. Der Glockenmörder jagt junge Mädchen. Also, was war's? Was hast du gesehen? Ach
du Scheiße, das ist ganz schön heftig. Ihre Schwester hat sie befreit, als sie kurz davor waren zu verbrennen, aber sie konnte sich nicht revanchieren. Lasst uns in Ruhe! Iris, alles okay? Ronan. Es ist Rose. Flammen. Sie war besessen. Ich hab dir gesagt, du sollst zurückbleiben! Ich bin Joy. Du gehörst hier nicht hin. Die Pfleger. Mist, ich bin erledigt. Iris könnte die Antwort auf alles sein. Hilf ihr! Na los, sie kommt mit uns. Nein, ihr nehmt sie nicht mit! Hör zu, willst du, dass die Pfleger sie mit Elektroschocks traktieren, dann bleibt sie. Willst du, dass sie in Sicherheit ist, dann kommt sie mit uns. Such's dir aus. Okay. Stehen da rum. Die Irre hat eine kleine Freundin. Ob ich mich je an die starrenden Augen gewöhnen kann? Ja, das lenkt die wohl nicht ab. Ach, wir wollen in diese Richtung. Okay. Und jetzt? Ist hier noch eine Kamera oder was? Oder warum kommen die? Ach, da kommen sie ja. Ach, der Geist von ihrer Zwillingsschwester hat sie besessen. Also besessen. Warum man das sagen möchte. Hier drüben. Schnell ins Dunkle, die Luft ist rein. Warum werden meine schlimmsten Albträume noch schlimmer? Okay, gehen wir die Sache an. Ich dachte, ich würde das nie wiedersehen. Also, was weißt du über diesen Vertrag? Nichts, ich... Ach, komm schon. Es ergibt keinen Sinn. Er hat euch also nur gefragt, ob ihr von einem Vertrag wüsstet? Er hat nicht gefragt. Er wollte, dass ich zugeben, einen Vertrag geschlossen zu haben mit Dämonen. Dämonen? Wir haben ihm nichts getan. Er hatte keinen Grund, uns so zu jagen, wie er es getan hat. Wie er es getan hat? Er ertränkt ein Mädchen und verbrennt ein anderes? Und woher kenne ich diesen Scheiterhaufen? Den Scheiterhaufen. Die Gala-Einladung? Das ist es. Okay, hör zu. Bring Iris zur Kirche. Sorg dafür, dass sie sicher ist. Ich komme später nach. Geh. Gut. Komm, Iris. Oh, jetzt haben wir noch ein brennendes Geistermädchen als Begleitung. Was zur Hölle hat die Gala im Museum mit dem Mord an Rose zu tun? Das ist in der Tat eine interessante Frage. Untersuche die Gala auf Verbindung zum Glockenmörder. Wie können der Glockenmörder oder seine Taten mit der Gala in Verbindung stehen? Eine durchaus berechtigte Frage, wie man meinen sollte. Jetzt läuft er wieder einfach so. Ich habe überhaupt nichts gedrückt. Ah, okay. Okay.
Jetzt läuft er wieder einfach so. Hallo? Entweder meine Tastatur spinnt oder... Nee, das Spiel spinnt. Läuft er wieder einfach so? Hör auf damit! Ich hoffe, das wird jetzt nicht für immer so sein. Aber wir werden es spätestens in der nächsten Folge herausfinden, denn ich mache mich jetzt auf den Weg ins Historische Museum und werde dann hoffentlich herausfinden, was es mit der Gala und der Verbindung zum Glockenmord auf sich hat. Bis zur nächsten Folge, macht's gut, tschüss!